Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Schiffssimulator. Die Seenotretter. Hermann Marwede von MRCC. MRCC, Hermann Marwede, hier Piet Sönken. Uns wurde ein gekenterter Kat. Ah, sag jetzt nicht Katamaran bei Tonne E3. Nein, das nicht. Sondern? Tonne E2. Oh, Sie haben sich verbessert. Wir sind unterwegs. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Schiffssimulator Die Seenotretter. Ich werde jetzt nochmal diese Mission angehen. Mit diesen verkackten Nerd-Jedi-Rittern. Die ich das letzte Mal nicht beenden konnte, weil ich irgendwie mit meinem kleinen Beiboot nicht mehr in die Hermann Makrele, das ist das große Schiff, nicht mehr reinfahren konnte. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht, weil es noch die Beta war. Ich weiß es nicht. Jetzt fahren wir da nochmal hin. Moment mal, wo muss ich überhaupt hin? Ich muss nochmal schauen hier. Völlig falsch bin ich wieder mal. Erstmal ausrichten, ne? Und dann Gas geben mit Zeitraffer. Ist das das Ding da hinten schon, oder wie? Werden wir gleich sehen. Also. Schneller! Noch schneller! Und noch schneller. Und damit uns so richtig schön schlecht wird, nehmen wir diese Schaukelperspektive wieder, ne? Die ist doch fein. So! Sollte das jetzt nicht klappen, sollte ich wieder hinten nicht reinfahren können, dann liegt es wahrscheinlich an der Beta und ich muss noch ein bisschen warten, bis dann die Verkaufsversion raus ist. Wenn das Video erscheint, ist die, glaube ich, da kommt die Verkaufsversion gerade an den Tag raus, ne? Also das zur Information. Wenn ihr also das hier seht, erscheint die Verkaufsversion und ihr könnt sie bestellen. Siehe auch meinen Link, ne? Unten in der Videobeschreibung bei Amazon. Wenn ihr dort kauft, dann tut ihr mir was Gutes, weil ich dann ein bisschen eine Provision kriege. So, und jetzt versuche ich hier da nochmal hinzuschiffen, ja? Und dann schauen wir mal, ob das diesmal geht. Das war ja schon so bekackt schwierig, die ganzen blöden Penner einzusammeln, weil das ja so stürmisch ist, das Wetter. Könnte schon sein, dass das da vorne ist, ne? Dieser scheiß Kakamaran hier, ne? Ein Kakamaran, das ist ein beschissenes Schiff. Ihr wisst Bescheid. Was? Hupt da jemand? Das Doofe ist, wenn man die Perspektive hat, kann man es ja nicht umschauen. Nö, da war nichts. Oh, guck mal! Der Auge! Das Auge! Nicht der Auge! Das Auge des Zyklopen hier, oder wie? Die Blitze schauen ein bisschen scheiße aus, fällt mir gerade auf. Naja, komm. Vielleicht wirken die auch nur deswegen so scheiße, weil gerade Zeitraffer an ist. Das kann sein. So! Normalerweise sollte man diese blöden Pissnelken hier absaufen lassen, ne? Das sind eingebildete Vollspackos, um genau zu sein. Das sind Nerds, das heißt absolute Klugscheißer und Besserwisser. Allerdings nur auf ihrem Fachgebiet und zum Beispiel im Internet, wenn sie googeln können. Und im wahren Leben, also in der Theorie können sie eine Herztransplantation durchführen, aber im wahren Leben können sie gar nichts. Also sobald sie zum Beispiel in die Nähe einer Frau kommen, schwimmen sie davon, weil sie so schwitzen vor Angst. Ne? Das sind die Typen und das sind auch die Typen, die in Internetforen oder auch gerne in Kommentaren nie aufhören wollen zu diskutieren und immer recht behalten wollen. Also, dass mit denen kein Ende nimmt. Das ist also völlig sinnlos, mit denen zu diskutieren, weil die immer alles besser wissen. Also, sie glauben es besser zu wissen und dann, ja, endet das nicht. So, da vorne. Also, ich muss doch mehr in die Richtung, oder wie? Dann ist es wohl dieser blöde Minipunkt da oben, da vorne, da hinten, da, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich nicht Zeitraffer machen würde, dann würde das ganz schön lange dauern, ne? So, das ist auch schön. Das ist Backbord übrigens, ne? Links. Ich kenne mich total aus hier mit,
Theoretisch kann ich mich auch da hinsetzen, aber ich habe Angst, dass ich da nicht mehr aufstehen kann. Da hatte ich mal so einen Bug. So, Freunde, wo seid ihr denn, ihr blöden Pissnelken? Da vorne. Das werden schon mal 6 Minuten in dieser Episode sein, wo ich allein brauche, um hinzukommen. Ne? Das ist schon ganz schön weit. Und die dann auch noch alle einzutüten, die Arschgesichter, das war echt schwierig beim letzten Mal. Mal schauen, wie es diesmal wird. So, komm. Gut. Da liegen sie im Wasser, ne? Seht ihr? Jetzt gehen wir erstmal raus. Ach, das geht auch mit Zeitraffer, ne? Das ist ein bisschen übertrieben, ne? Das schaffe ich ja nicht mal ohne Zeitraffer so richtig. Okay, Penner, wo seid ihr? Da vorne. Wir müssen eh auf F4, dann glaube ich, oder was war's? Ich kann es mir nicht merken, welche Taste es ist, aber das finden wir schon wieder raus. Ja, F10 war es. Okay. Jetzt aber erstmal hin. So, wo waren die jetzt wieder? Ich hab's schon wieder... Da? Da vorne ist einer. Das sind sogar zwei. Einen von beiden werden wir ja wohl treffen. Ah, das sind alle drei. Okay. So, dann F10. Vorwärts. Und dann Maus-Klicki-Klicki im richtigen Moment. Na komm. Du Arschgesicht. Vielleicht werden sie es diesmal nicht so. Na, es wird schwierig, sehe ich schon wieder. Jetzt müssen wir erst wieder drehen. Eieiei. Na, komm her, du Arsch. So, jetzt müssen wir da ein bisschen näher ran. Die Wellen sind ein bisschen hinderlich. Hallo! Scheiße! Überfahren! Nein, da ist er! Bleib da! Fuck! Wo ist er? Da ist er! Halt! Bleib hier! Ich kann ihn nicht aufnehmen. Warum? Warum? Ja, da war's! Da! Wenn das zur Hand sich formt, dann kann man sie aufnehmen. Habt ihr das gesehen? Das war ganz knapp. Jetzt habe ich einen! Von den blöden Pennern. Müssen wir weitersuchen. 3 Stück, ey. Fuck doch die scheiß Wand an hier. Da! Haben wir noch einen von den Pissnelken gehabt gerade. Wo ist er denn? Da ist er wieder. Mist, ich muss da rüber, ne? Ich kann die bloß von rechts wegnehmen. Warum auch immer. Ist er unterm Boot? Da ist gar nichts zu wollen. Mann! Komm, tauch auf, Baby! Lass dich retten! Das gibt's doch nicht, oder? Das geht nicht. Jetzt habe ich ihn, alles klar. Ich glaube, das geht schon ein bisschen schneller als beim letzten Mal. So, jetzt fehlt noch einer. Wo ist der? Da. So. Drehen. So kommen wir nicht dran, glaube ich, ne? So schon eher. So, hier war er doch, ne? Wo ist er jetzt, mein Mauszeiger? Hier. Los, komm! Scheiße. Jetzt, komm. Ah. Wo ist er denn hin? Hallo. Mann, der könnte ja wenigstens ein bisschen schreien oder so, ne? Also so tun, als ob er gerettet wollen würde. Da ist er. Also dafür, dass der kurz vorm Ertrinken ist, ist er recht entspannt da im Wasser, ne? Das sieht ein bisschen aus wie am Toten Meer. Ein Salzbad. So, jetzt komm. Ah, von hier geht's nicht. Ist zu weit weg noch. Ach Mann, ich hab doch einen langen Arm. Scheiße. So,
auf den Punkt drehen, das bringt es irgendwie auch nicht. Ja, jetzt ist er wieder. Moment, nochmal ausholen. Huch, war der jetzt mit dem Kopf nach unten schon? Das wäre schlecht. Nee, jetzt ist er wieder. Jetzt ist er wieder normal. Okay, Freundchen, da bist du. Ich hab dich, komm! Da war er doch gerade. Ja! So, und jetzt hört mir mal zu, meine lieben Freunde. Die Nordsee ist kein Kinderspielplatz. Wenn ich euch drei da draußen noch einmal auf so einer Nussschale erwische, ohne jegliche navigatorischen Fähigkeiten, geschweige denn genug Proviant, dann ist Feierabend. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Navigation ist, wenn man trotzdem ankommt. Wir hatten heute echt einen anstrengenden Tag. Ich will jetzt nichts mehr hören. Aber so. Sind nicht aller guten Dinge... Klappe! Genau. Klappe! So, und wenn jetzt die scheiß Klappe nicht aufgeht, Moment mal. Ja, zurück zur Station. Und das war das Problem. Jetzt bin ich nicht hinten reingekommen. Jetzt schauen wir mal, ob wir es diesmal schaffen. Wenn nicht, muss ich jetzt hier noch einen Tag warten, damit ich die Verkaufsversion habe und das dann nochmal probieren. Wird ein bisschen lästig auf Dauer. So, jetzt aber, komm. Und rein! Los, rein! Na also! Das war dann wirklich ein blöder Programmfehler. Beim letzten Mal. Diesmal hat sofort geklappt. Und es geht nach Hause. Die blöde Nussschale hier, die lassen wir hier, ne? Am besten wir fahren nochmal drüber. Damit die nicht nochmal auf die Idee kommen, damit drum zu schwimmen, die Arschgesichter. Und dann geht's nach Hause jetzt. Insel Heimathafen. Tadada! Volle Kraft voraus. Ah, das ist, finde ich, die schlimmste Perspektive hier. Aber es gibt noch eine ganz schlimme, und zwar die hier, die Ego-Perspektive. Das ist auch mal schön hier, oder? Bei dem Seegang. Gehen wir mal ganz nach vorne, wir haben ja gerade eh nichts zu tun. Fährt das Schiff jetzt weiter, oder? Ich hänge. Ich hoffe mal, es fährt weiter. Nee, ich musste die Pfeiltasten gedrückt halten noch. Komm, geh weiter, du blöder Depp hier. Der bleibt da ständig stecken. So, jetzt sind wir ganz vorne. So richtig in der realistischen Ego-Perspektive. Und weil wir zu klein sind, können wir fast nichts sehen. Blöder Mist. Ach, ist es nicht wunderschön, die Hermann Makrele. Ein schönes Schiff. So, jetzt gehe jetzt mal ganz oben rauf. Mal schauen. Das Blöde ist nur, ich kann nicht die Tastatur und die Maus und das Boot gleichzeitig. Das ist ein bisschen schwierig. So, da ging es doch, glaube ich, auch nochmal hoch, ne? Ja. Ganz rauf wollen wir. Ganz rauf! Falls Captain Dickbuck das vielleicht heute noch schafft. Schwabbelschweinchen. So, höher geht's nicht, ne? Halt, nicht abbiegen. Nicht abbiegen. Geradeaus. Da, Richtung Helgoland. Ja, Freunde, was haben wir denn hier noch Schönes? Wir haben hier, glaube ich, noch ein Funkgerät, ne? Oder was war das hier? Das war das Funkgerät auch. Ganz da hoch kann ich nicht. Das ist schade. Ich kann schon mal ein bisschen mit dem Seil werfen hier. Bringt halt nichts. Ich versuche mir von hier schon anzuketten. Komm, ganz weit werfen, dann schaffe ich das. Ja, wohl doch nicht der Fall. So, was haben wir hier zum Beispiel noch? Können wir da noch irgendwas machen? Angeblich hat das Ding ja Blaulicht auch noch oder sowas, ne? Warte mal, Baby-Blaulicht. B geht nicht. Für heute bin ich jetzt am Ende. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte den Daumen hoch da. Danke, danke, danke und ciao, ciao.